Hallo, willkommen bei Abiweb, unserem Geschichtskurs. Wir sind noch in der Weimarer Republik. Wir gehen jetzt explizit auf den Vertrag von Rapallo ein, geschlossen am 16. April 1922 im italienischen Ort Rapallo. Worum handelt es sich bei diesem Vertrag? Es ist ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der geschlossen wird zwischen dem Deutschen Reich und der Russischen Sozialistischen Föderation der Sowjetrepublik, später die Sowjetunion. Unterzeichnet wird dieser Vertrag von den beiden Außenministern, von deutscher Seite Walter Rathenau und auf russischer Seite Georgi Tschitscherin, die diesen Vertrag ratifizieren und aushandeln. Der Inhalt des Vertrages, ganz wichtig für beide Staaten, ist eine Normalisierung der politischen Beziehungen und vor allem ihre internationale Isolation sollte durchbrochen werden. Auf der einen Seite, wir haben 1922, auf der einen Seite ist die Weimarer Republik außenpolitisch isoliert nach Westen hin, wegen des Vertrages von Versailles und der Kriegslast vom Ersten Weltkrieg, die ihnen auferlegt wird. Und die spätere Sowjetunion ist wiederum isoliert außenpolitisch aufgrund der innerpolitischen Wirren und des russischen Bürgerkrieges, der kurz vorher stattgefunden hat, wo im Zuge dessen, ihr erinnert euch vielleicht, die Zarenfamilie umgebracht wird. Und so stehen beide Staaten zu diesem Zeitpunkt eigentlich außenpolitisch jeweils für sich ziemlich isoliert in der Welt. Und das versucht man jetzt mit diesem Vertrag von Rapallo zu durchbrechen und zu beseitigen, indem man erstmal hergeht, dass diese beiden isolierten Staaten sich wiederum besser aneinander annähern, um so zusammen kooperieren zu können und außenpolitisch miteinander agieren zu können. Ganz wichtig ist die Wiederaufnahme von Diplomatie und Handelsbeziehungen, vornehmlich von Absatzmärkten. Und ganz wichtig auch der Verzicht, gegenseitiger Verzicht von Reparationszahlungen, die geleistet werden sollten. Also man hat sich darauf geeinigt, Deutschland zahlt nichts für den Ersten Weltkrieg gegenüber Russland. Russland zahlt Deutschland gegenüber nichts für die Kriegsschäden oder beziehungsweise auf die verlorenen Gebiete für Deutschland. Wichtiger Kern ist ein sogenannter industrieller Warenaustausch, der stattfindet. Russland benötigt Technologie, um Ölfelder erschließen zu können. Und das bietet jetzt natürlich das Deutsche Reich an und sagt, ihr bekommt von uns Industrieanlagen, die könnt ihr aufbauen, die bauen wir mit euch zusammen auf. Im Austausch aber liefert ihr uns natürlich dann auch Öl und Ölprodukte, weil das Deutsche Reich eben jetzt auch versucht, unabhängig zu werden, auf dem industriellen Bereich vor allem, von der Öllieferung der Siegermächte, weil die USA und auch Großbritannien sind diejenigen, die den Ölmarkt damals dominieren. Das russische Gebiet hat natürlich auch große Ölfelder, an denen das Deutsche Reich interessiert ist. Und so sieht man eine gegenseitige Möglichkeit von einem Warenaustausch. Das Deutsche Reich liefert die Industrieanlagen, um diese Ölfelder erschließen zu können. Im Gegenzug liefert dann die russische Föderation, oder besser gesagt die Sowjetrepubliken, liefern dann das Öl nach Deutschland, um so wiederum in Deutschland einen unabhängigen Markt vom Öl zu bekommen. Wichtig bei den Handelsbeziehungen ist auch, das dürfen wir auch nicht aus dem Auge lassen, das Deutsche Reich ist eben gehandicapt durch den Vertrag von Versailles und seine außenpolitische Isolation und sucht auch Absatzmärkte für seine Produkte, die in Deutschland hergestellt sind. Und da rechnet man sich gute Chancen aus, auf dem sowjetischen Markt dort deutsche Produkte verkaufen zu können, um so Gewinne erzielen zu können, um auf der anderen Seite wiederum die Reparationszahlungen, die im Vertrag von Versailles beschlossen wurden, an Frankreich und Großbritannien leisten zu können. Das ist jetzt der eigentliche Kern vom Vertrag von Rapallo und wir drehen gleich noch ein weiteres Video zur außenpolitischen oder wie dieser Vertrag außenpolitisch wahrgenommen wird von den restlichen Staaten der Welt. Kommen wir nun zu der außenpolitischen Wahrnehmung dieses Vertrages von Rapallo. Im Deutschen Reich wurde dieser Vertrag weitestgehend angenommen und positiv betrachtet. Allerdings in den rechtsextremen Lagern und in rechtsextremen Parteien im Reichstag war eine sehr große Skepsis gegen diesen Vertrag. Man lehnte ihn ab. Man lehnte allgemein eine Annäherung an die Sowjetunion ab, weil man dort halt seine politischen Gegner sah, die Bolschewiken. Der Außenminister Rathenau wird einige Monate später, nach Abschluss dieses Vertrags von Rapallo, von einer rechtsextremen Organisation, genannt Konsul, ermordet.
Außenpolitisch, Frankreich protestiert gegen diesen Vertrag von Rapallo, weil Frankreich befürchtet eine zu starke Unabhängigkeit des Reiches, des Deutschen Reiches, von den Siegermächten. Man sieht also in Frankreich die Sachlage so, dass sich Deutschland mehr oder weniger verselbstständigen möchte und nicht mehr unter der, ich sage salopp, Fuchtel der Siegermächte stehen will. Und vor allem Frankreich sieht, dass Polen unter Umständen gefährdet sein könnte, wenn sich Russland und Deutschland zu sehr annähern. Da befürchtet Frankreich, dass Polen aufgeteilt werden könnte zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Und daher sieht Frankreich in diesem Vertrag von Rapallo einen Grund für seine spätere Besetzung des Rheinlandes, als das Rheinland besetzt wird, weil Deutschland marginal die Reparationszahlungen nicht leisten kann. Und man spricht im Zuge von diesem Vertrag von Rapallo von einem sogenannten Rapallo-Komplex. Das hat jetzt mit dem Vertrag an sich weniger zu tun. Das ist für euch aber ganz wichtig für die spätere weltpolitische Entwicklung. Wann immer man von diesem Rapallo-Komplex spricht, meint man ein Misstrauen, der vor allem innerhalb der westlichen Staaten gegenüber Deutschlands, sobald es sich Deutschland zu sehr an Russland annähert, sei es diplomatisch oder wirtschaftlich. Und dieser Begriff des Rapallo-Komplexes wird später auch wichtig in der Ära von Konrad Adenauer mit seiner Moskau-Reise 1955 oder der Ostpolitik von Willy Brandt im Jahre 1970 oder auch aus jüngsterer Zeit unter der Regierungszeit von Gerhard Schröder, die sogenannte Achse von Paris, Berlin, Moskau. Und da in diesem Zusammenhang spricht man immer wieder von diesem sogenannten Rapallo-Komplex, der auftritt, vor allem in der westlichen Welt, sobald sich Deutschland zu sehr politisch an Russland bindet oder zu sehr mit Russland agiert.